six indicted for conspiracy to distribute more than 100 kilograms of controlled substances on Long Island and in New Jersey. Fetty Wap. Er hat das Jahr 2015 komplett dominiert. Wenn ihr diesen Tag hört, wusstet ihr, es wird ein Banger. 1738. Er hat wirklich Hit nach Hit nach Hit gebracht. Er war wahrscheinlich der gehypteste Rapper dieser Zeit, sogar gehypter als Drake. Ich meine, jeder von seinen Songs ging viral. Seine Songs liefen wirklich überall. Aber heute hört man so gut wie gar nichts mehr von ihm. Und so einen fetten Falloff, das gab's eigentlich nur sehr selten, denn er war auch kein One-Hit-Wonder. Und in diesem Video will ich mal auf den Grund gehen, wie seine Musikkarriere so abgestürzt ist. Ein Fan hat auf IG mal gefragt, wie er so abstürzen konnte, und Fetty Wap hat es eigentlich ganz ausführlich beantwortet. Er spricht nämlich von schlechten Managern, Gier und Egoismus. Dem kann ich jetzt von Anfang an auch zustimmen, das kann ich schon mal spoilern, da war aber noch viel mehr dabei. Gerade sehr viele Probleme mit dem Gesetz. Um das alles zu verstehen, springen wir jetzt aber ganz an den Anfang. Fetty Wap wurde in Paterson, New Jersey geboren. Er hat es geschafft, den wahrscheinlich steilsten Aufstieg aller Zeiten zu machen. Da seine Freunde rappten, dachte er sich einfach, okay, ich probier's auch mal. Und so nahm er drei Songs auf. Der dritte Song war einfach Trap Queen. Ein Klassiker, wie ihr wisst. So gut wie jeder kennt diesen Track. Fetty Wap wusste von Anfang an, dass dieser Track Potenzial hatte und kämpfte ein Jahr dafür, dass der Track viral geht. Schließlich hat sich das alles gelohnt. Ich meine, der Song ging Diamant. Wer kann behaupten, dass er einen Diamant-Song hat? Und Fetty Wap, er brachte einfach so einen frischen Wind in die Szene. Wie schon am Anfang gesagt, war er kein One-Hit-Wonder. Sein Album, welches 2015 erschien, war eine richtige Ansage an die Szene. Merkt euch, es war sein Debütalbum. Es stieg einfach auf Platz 1 in den Billboard-Charts ein und verkaufte 129.000 Einheiten in der ersten Woche. Ich persönlich habe dieses Album richtig gefeiert und feiere es heute immer noch. Neben Trap Queen waren da nämlich noch 679, Joke, Again, My Way und RGF Island drauf. Ich habe die Tracks übertrieben gefeiert und wie schon gesagt, ich höre sie heute immer noch immer wieder, denn ich finde sie zeitlos. Einige Songs von dem Album schafften es sogar in die Top 10 von den Billboard Charts. Leute, was ist das für ein heftiger Start für eine Rap-Karriere? Das ist abnormal. Sowas gibt es so selten. Doch wie konnte er so abstürzen, dass man heute fast nichts mehr von ihm hört? Ich zitiere Fat Joe: Wenn du einmal eine Diamant-Single hast, brauchst du eigentlich nicht mehr arbeiten gehen, bis du 80 bist. Mit dem ganzen Fame, dem ganzen Geld und dem Erfolg kamen aber auch sehr viele Probleme. 2016 wurde Fetty Wap nämlich von einem Typen verklagt, der behauptete, den Beat von Trap Queen schon 2014 gekauft zu haben. Doch das war nicht die einzige Klage im Jahr 2016. Ein alter Freund von ihm hat ihn nämlich auch verklagt, und das war ein altes Mitglied von seiner Crew, Remy Boyz. Dieser Typ beschuldigte Fetty Wap nämlich, vertragliche Abmachungen gebrochen zu haben, indem er ihn einfach vom Track 679 runternahm und ihm die versprochenen Anteile nicht richtig auszahlte. Trotzdem juckte das Fetty Wap, glaube ich, nicht wirklich. Schließlich war er da, an dem Höhepunkt seiner Karriere, er wurde für Shows gebucht und seine Songs wurden gestreamt und gekauft, selbst ein Jahr nach Release. Doch er lieferte wieder Musik. 2016, also im gleichen Jahr wie die Klagen, released er nämlich ein Mixtape. Dieses konnte nicht mehr an den Erfolg von seinem Debütalbum anknüpfen. Auch die Collabo-Tapes mit French Montana und P&B Rock liefen nicht schlecht, aber versteht mich nicht falsch, sie hatten einfach nicht mehr diesen Erfolg wie sein Debüt-Tape. Sein Lebensstil hat er aber nicht angepasst. Er lebte immer noch so, als ob er einfach mal locker über 100.000 Einheiten in der Woche verkaufen kann. Damit euch klar wird, wie viel Geld der Typ einfach zum Fenster rausgeworfen hat, mache ich euch mal ein paar Beispiele. Er kaufte in seinen Hochjahren über 74 Autos, wovon fast alle nur für Freunde und Familie waren. Außerdem gab er sehr gerne Geld für seine Mitmenschen aus. Wenn er zum Beispiel shoppen ging, durften sich alle auch was aussuchen. Und so wurde aus einer 20.000 Euro Rechnung schnell eine 60.000 Dollar Rechnung. Wie jeder Rapper liebte er Schmuck und so hat er 2,5 Millionen Dollar nur für Schmuck ausgegeben. Außerdem besaß er 10 Häuser in den ganzen USA verteilt. Ich gönn's ihm richtig, ich gönn's jedem Menschen, der für sein Geld hustelt. Aber damit du reich bleibst, musst du deinen Lebensstil halt anpassen, wenn es nicht mehr so gut läuft. Ich meine, seine monatlichen Ausgaben sollen anscheinend bei über 200.000 Dollar gelegen haben. Das ist abnormal viel Geld. 2017 kam dann die nächste Klage. Eine ehemalige Tourhelferin verklagte Fetty Wap nämlich auf Schadensersatz. Sie beschuldigte Fetty, sie nicht richtig bezahlt zu haben und sich nicht an vertragliche Abmachungen zu halten. Schlussendlich wurde er schuldig gesprochen. Er behauptete aber trotzdem, dass die Frau von ihm geklaut hätte. Selbstverständlich sagte sie, dass das nicht stimmte.
Nachgewiesen werden konnte ihr aber auch nichts. Daher musste Fetty Wap $1 Million an seine Ex-Mitarbeiterin überweisen. Im gleichen Jahr noch wurde er verhaftet, weil er betrunken ein Rennen fuhr. Und wenn du mehr in den Medien bist wegen deinen negativen Schlagzeilen als durch deine Musik, ist es kein gutes Zeichen. Die Leute haben dann eventuell nicht mehr so Lust auf dich. 2018 wurde anscheinend sein Bankkonto eingefroren und die $20 Million, die er sich halt erarbeitet hatte, verschwanden langsam und allmählich. Wie schon gesagt, weil einfach nicht mehr so viel Geld reinkam, wie er ausgab. Und seine Musik machte immer noch keine Wellen. Das änderte sich auch nicht im Jahr 2019. Hier wurde er wieder mehrere Male verhaftet. Und so entstanden dann einfach unnötige Geldstrafen. Und im Jahr 2020 änderte sich nicht viel. Es wurde sogar noch schlimmer. Eine Frau beschuldigte Fetty Wap nämlich dazu, sie geschlagen, gefesselt und mit dem Tod bedroht zu haben. Seine spätere Frau beschuldigte ihn dann auch nach deren Trennung, dass er handgreiflich in der Beziehung geworden ist. Wenn wiederholt solche Anschuldigungen gegen dich erhoben werden, haben die Leute und die Labels halt nicht mehr so Bock auf dich. Irgendwann mal macht es dann aber Klick bei Fetty Wap. Er säuberte seinen Freundeskreis, verkaufte die ganzen Autos, die ganzen Häuser, die ganzen Sachen, die er nicht brauchte. Und jetzt ratet mal, wer ihm diesen Anstoß gab. Einfach Taylor Swift. Ich habe das null erwartet, dass Taylor Swift so gut mit Fetty Wap ist. Er tauschte sich nämlich mit dieser aus und sie öffnete ihm einfach die Augen. Trotzdem haben einige Aktionen aus der Vergangenheit und auch aus der Zukunft, die gleich kommen werden, so einen faden Beigeschmack. So haben zum Beispiel einige kleine Rapper geleakt, eine DM von Fetty Wap bekommen zu haben. In dieser meinte er halt, hey, ich will dich auf meinem Tape haben, das einzige, was du machen musst, ist mir $500 zu überweisen. Und nachdem sie diese $500 überwiesen haben, haben sie halt nie wieder was von Fetty Wap gehört. Ob das wirklich stimmt und es ist kein Fake ist, kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht nachprüfen. Es kann sein, dass es ein Hacker war. Es kann sein, dass die Nachrichten fake sind. Es kann aber auch sein, dass es wahr ist. Seinem Ruf hat das aber auf jeden Fall nicht gut getan. Sein Label soll aber auch nicht ganz unschuldig gewesen sein. Anscheinend wurde er sehr schlecht vermarktet und außerdem war der Vertrag, den er unterschrieb, nicht wirklich der Beste. Und ich finde, seine Musik ist immer noch gut. Ich habe auch ein paar Mal gedacht, dass Fetty Wap ein Comeback feiern wird, zum Beispiel bei diesem 6ix9ine-Feature, was er hatte, wo 6ix9ine ja noch übertrieben gehypt war vor seinen ganzen Snitch-Vorwürfen. Oder dieser Song Birthday. Es ist ein sehr starker Track und ich habe gedacht, hey, Fetty Wap ist zurück, der will wieder alles zerreißen, aber es kam leider nicht so. Leider kam jetzt noch Rückschlag nach Rückschlag nach Rückschlag. Im Oktober 2020 wurde nämlich Fetty Waps Bruder in New Jersey erschossen. Im August 2021 verstarb dann Fetty Waps eigene Tochter im Alter von nur 4 Jahren an Herzproblemen. Und direkt im Oktober, also nur ein paar Monate später, kam der nächste heftige Schicksalsschlag. Fetty Wap wurde wieder verhaftet. Diesmal war es aber richtig ernst. Er wird nämlich dafür beschuldigt, Teil eines Drogenrings zu sein. Diesem Drogenring wird vorgeworfen, über 100 Kilogramm Heroin, Fentanyl und Crack Cocaine geschmuggelt zu haben. Er wurde auf dem Rolling Loud Festival in New York verhaftet und neben ihm gab es noch 5 andere Männer, die auch Teil von diesem Drogenring sein sollen. Fetty Wap plädiert auf nicht schuldig und er wurde auf einer Kaution in Höhe von $500.000 entlassen. Auf seinen Gerichtstermin wartet er aber noch. Wenn sein Urteil lautet schuldig, erwartet ihn eine Haftstrafe von mindestens 10 Jahren bis zu lebenslang. Das ist alles unglaublich traurig, denn ich finde, Fetty Wap hat so ein unglaubliches Talent. Vor diesen ganzen heftigen Schicksalsschlägen hat Fetty Wap ein Interview bei Academics abgegeben. Ich finde dieses Interview unglaublich interessant. Ich finde, Fetty Wap kommt da sehr gefasst und sehr verständnisvoll für seine Situation rüber. Er hat gecheckt, dass er Fehler gemacht hat und ich finde, er kommt auch sehr bodenständig rüber. Und seine neue Musik finde ich eigentlich auch immer noch stark. Hört euch mal sein neues Album Butterfly Effect an, welches 2021 rauskam. Hier sind ein paar echt starke Tracks drauf. Was ist eure Meinung zu der ganzen Situation von Fetty Wap? Glaubt ihr, er schafft nochmal ein Comeback? Ich glaube, das wird schwer, aber gönnen wir es ihm auf jeden Fall. Schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Wir hören uns. Ciao.